Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart ist das geplante Treffen am kommenden Samstag abgesagt worden. Das wurde offiziell von der Stadt mitgeteilt. Der Mietvertrag für die Versammlungshalle wurde in Abstimmung mit dem Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung aufgehoben, im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Am vergangenen Samstag kam es am Rande einer Veranstaltung der Eritrea-Vereine zu heftigen Ausschreitungen. Gegner der Veranstaltung von regimetreuen Unterstützern des afrikanischen Landes griffen die Polizei mit Latten, Stangen, Steinen und Flaschen an. 31 Beamte wurden verletzt. Und zugeschaltet ist mir nun Manuel Ostermann, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen, Herr Ostermann. Schönen guten Morgen, viele Grüße ins Studio. Also könnte man jetzt davon ausgehen, dass die Polizei tatsächlich aus den Erfahrungen im Juli im hessischen Gießen und aus der vergangenen Woche in Stuttgart gelernt hat und diese Veranstaltung abgesagt hat? Also zunächst einmal ist ja hier die Kommunalbehörde verantwortlich und die hat goldrichtig reagiert. Und die Polizei lernt natürlich immer wieder aus solchen Ausschreitungen. Gefahren und Gewaltpotenziale werden neu beurteilt in der sogenannten Lagebeurteilung. Und die Sicherheitsbehörden gehen natürlich auch hin und sagen der Versammlungsbehörde, hier die kommunale Behörde, welche Parameter eingehalten werden müssen, damit eine friedvolle Versammlung auch stattfinden kann. Und die Erfahrung hat es ja gezeigt, dass es sich hier niemals und in keinem Fall um eine friedliche Veranstaltung handelt, sondern hier Gewalteskalationen an der Tagesordnung sind. Insofern alles richtig gemacht und genau die richtige Entscheidung. Aber muss man nicht auch eingestehen, dass in der vergangenen Woche offenbar Fehler gemacht worden sind? Da hat die Polizei damals gesagt, wir hatten keine Erkenntnisse, dass irgendwas passiert. Im Juli haben wir in Hessen gesehen, an mehreren Tagen, was passieren kann. Und da hatte man doch Hinweise darauf, wie gewalttätig auch Teile dieser eritreischen Vereinigungen in Berlin, in Deutschland sind. Das ist genau der Punkt. Die Polizei ist ja eine sogenannte lernende Organisation. In der Lagebeurteilung wurden, was das Kräftemanagement angeht, offensichtlich Fehler gemacht, wenn man denn so möchte. Gleichzeitig wurde aber auch garantiert, dass schnell robuste Kräfte nachgezogen werden konnten. Das zeigt, wie gut man vernetzt ist und wie lückenlos die Kommunikation im wirklich tatsächlichen Ernstfall funktioniert. Insofern bin ich mir auch sicher, und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass wir solche Bilder nicht wiederholt sehen müssen und die Polizei da sehr entschlossen ist, auch zukünftig auf solchen Veranstaltungen ein Gespür dafür entwickeln wird, ob eben eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung akut gegeben ist. Aber Herr Ostermann, Sie haben gesagt, dass wir in Zukunft solche Bilder nicht mehr sehen werden. Das ist ja das große Problem. Die Eritreer sind nur ein Fall. Es gibt ja noch andere Gruppen, die in Deutschland ihre Konflikte, so möchte ich es mal formulieren, austragen und damit tragen sie ihre Konflikte auch nach Deutschland. Was heißt das für die Zukunft? Wie muss man mit solchen Problemfeldern umgehen? Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen, Schlägereien vor irgendwelchen Dönerimbissen in Lübeck zum Beispiel, wo die Polizei ja gut in der Aufarbeitung auch keine so gute Rolle gespielt hat. Also in welche Richtung geht es? Genau das ist der Punkt, die Verrohung der Gesellschaft oder an Teilen der Gesellschaft und das Gewaltpotenzial nimmt immens zu und darauf muss es konkrete Lösungen geben und insbesondere, wenn politische Konflikte anderer Länder auf deutschen Straßen ausgetragen werden, ist es inakzeptabel und genau da braucht es Antworten und die Antworten heißen da, wir müssen zunächst einmal gucken, wer begeht denn hier die Straftaten, das rechtsstaatliche Verfahren durchlaufen und wenn die Person hier einen Duldungsstatus hat, dann muss die Person dieses Land verlassen. All diejenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sollten eigentlich gar nicht auf freien Fuß in Deutschland belassen werden. Da müssen wir jetzt konsequent sein, weil zur Wahrheit gehört auch, insbesondere bei diesen Ausschreitungsformaten, es sind eben Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern und anderen Drittstaaten, die sich hier mit Gewalteskalation so dermaßen daneben benehmen. Und da muss die Politik eine Antwort finden, die im Übrigen auch bedeutet, bei schwersten Straftaten oder aber auch bei kontinuierlich wiederholten Straftaten muss die Person auch das Land verlassen dürfen und müssen, wenn auch ein Subsidiärschutz gegeben ist. All das sind Faktoren, die müssen jetzt berücksichtigt werden. Da müssen wir uns ehrlich machen. Hier geht es um die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und nochmal ausdrücklich, wer nach Deutschland kommt und ein Schutzersuchen stellt und sich wiederholt mit strafbaren Handlungen so dermaßen daneben benimmt, der gibt nichts auf den Schutzstatus, der gibt nichts auf unsere vielfältige und freiheitlich-demokratische Grundordnung und der hat in diesem Land schlicht und ergreifend nichts mehr zu suchen. Das ist eine politische Maßnahme, die jetzt umgesetzt werden muss und das könnten wir schaffen. Manuel Ostermann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.